Hier wird noch ordentlich aufgetischt. Den Auszubildenden im Restaurant des Berufsbildungswerks der Stiftung Liebenau in Ravensburg werden die Skills vermittelt, die nötig sind, um in der Gastronomie zu bestehen. Das Spannende an der Ausbildung ist, jeden Tag hier in die Arbeit zu kommen und neue Menschen kennenzulernen, Praktikanten und dann auch vielleicht nach den Sommerferien neue Azubis und jeden Tag andere Menschen oder Gäste kennenlernen. Die Arbeit ist vielfältig und bietet jeden Tag neue Herausforderungen, wodurch der Arbeitsalltag nie eintönig wird. Und diese große tägige Arbeit, was man sozusagen als Überraschung erleben darf, weil man ja nicht weiß ganz genau, wo man da anfängt, was man heute zu tun hat. Und das finde ich so das Coole daran, diese abwechslungsreiche Arbeit. Die Ausbildung in der Liebenau entfacht den Spaß an der Arbeit und setzt dabei auf gute, nachhaltige Ausbildung und beste Vorbereitung für den ersten Arbeitsmarkt. Genau dort haben die Azubis vor ihrer Ausbildung in der Liebenau häufig geringe Chancen. Lernbehinderungen oder psychische Erkrankungen stehen einer Karriere im Weg. Das Bildungswerk bietet diesen Menschen eine Chance. Gerade der Betrieb unter realen Bedingungen ist die perfekte Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt. Ich denke, die Chancen für unsere Azubis hier sind sehr gut, da wir fundierte, ordentliche Ausbildung vermitteln und somit einen reibungslosen Start garantieren können oder hoffen, den zu garantieren. Das BBW der Stiftung Liebenau feiert am kommenden Sonntag 40-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wird zum ersten Tag der offenen Tür nach zweijähriger Corona-bedingter Zwangspause ins Bildungswerk nach Ravensburg eingeladen. Wir laden die Leute ein in die Werkstätte. Das sind ja 50 Berufe, die wir hier anbieten. Und da gibt es schon viel zu sehen. Dann von der Malerei, Malerhandwerk bis zum Schreinerzentrum eben. Auch bei den Schreinern wird gearbeitet. In der Werkstatt werden gerade Stelen für den Festakt am Sonntag fertiggestellt. Eine Aufgabe, die den Azubis sichtlich Spaß macht. Die ganze Vielfalt, was man hier hat, auch die verschiedenen ganzen Baumarten, Sorten und die Unterschiede, was die ganzen Baumarten haben, was man für Werkzeuge nutzen kann, was man für verschiedenes Werkzeug benutzen kann, um ein Möbel herzustellen oder einen Tisch, einen Stuhl. Also die Vielfältigkeit finde ich sehr interessant hier. Die Ausbildung bietet spannende Einblicke in Thematiken, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit dem Handwerk zu tun haben. Die abwechslungsreiche Arbeit bietet immer auch die Möglichkeit, sich zu entfalten und Neues auszuprobieren. Man geht hier oft auf Baustellen, hier gibt es eine Montage, kann man auch dorthin gehen, Schränke bauen, Schränke abliefern und ja, man lernt hier auch hauptsächlich, wie überhaupt ein Baum funktioniert, was ein Baum alles braucht. Die Ausbilder versuchen, die individuellen Stärken der Azubis herauszuarbeiten und zu fördern. Ja, vor allen Dingen auf die personalen Skills, die Azubis vielleicht noch nicht haben und erlernen sollten. Das Handwerkliche ist Mittel zum Zweck. Natürlich ist es schön, wenn sie auch einen Beruf erlernen, aber wichtig ist, dass sie als Persönlichkeit wachsen und danach imstande sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen zu können. Die jungen Leute, die sich in der Ausbildung befinden, haben genaue Vorstellungen, wie ihr Leben nach dem Abschluss aussieht. Ich stelle mir mein Leben als Schreiner, also als Treppenbau, weil mir das so gefällt, wie das alles dort geschliffen wird, geölt wird, weil ich mag die Schleifarbeiten und Ölarbeiten mehr. Nach der Ausbildung würde ich gerne eine Weiterbildung machen und nach der Weiterbildung würde ich mich gerne selbstständig machen zur Restaurantfachfrau.